Ja, endlich Sonne. Viele finden das super, super toll. Andere sterben da drin. Warum das so ist, erzähle ich euch jetzt. Tja, warum ich euch das erzählen will mit dem Sonne und für den einen den Tod und für den anderen ist das schön. Und wir zeigen dann hier den Rotschwanz-Rasburer im Aquarium. Ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, werdet ihr euch jetzt fragen. Ja, so ein bisschen zurecht. Die andere Seite ist, ich kenne ja auch die Tiere aus der Natur. Und wenn man da sieht, wie die da leben, dann ist das oft gar nicht so schön. Wir haben als Hälterungsbeschreibung, gibt jedes Fachbuch vor, ein dicht bepflanztes Aquarium, viel Rückzugsmöglichkeit. In der Natur ist das oft ganz anders. Ja klar, findet man die in schönen, langsam fließenden, total verkrauteten Gewässern. Aber die kommen also zum Beispiel auch an Waldrändern vor, an Reisfeldern. Also die leben sehr gerne in Reisfeldern, aber wie ja jeder schon mal gehört hat, werden die Reisfelder ja auch hin und wieder mal abgelassen oder die trocknen aus. Ist nicht genug Wasser da und die fallen dann ganz trocken. Ja, und in diesen trocken fallenden Reisfeldern hält sich auch der Rotschwanz-Rasburer auf. Das heißt, Wasser wird immer weniger, die Fische stehen an der Oberfläche und japsen, schwimmen immer dahin, wo sie das Gefühl haben, dass da mehr Wasser ist, um in der Restpfütze überzubleiben. Wir hatten also mal 1 Liter Wasser aus so einer Restpfütze rausgenommen. Wegschwimmen konnte da gar keiner mehr. Wir haben nicht gezählt, wir haben aber aus 1 Liter Wasser mehr als 100 Fische rausgeholt. Also nach 100 haben wir aufgehört zu zählen, weil da noch ganz viele kleine waren und andere Kleinstlebewesen. In 1 Liter Wasser 100 Fische in der Größe. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie die da reinpassen. Ja, und wenn es dann weiter trocknet, dann fallen die natürlich ganz trocken und dann verenden die Tiere. Aber oft haben ja die Felder ein ganz leichtes Gefälle. Und in diesem Gefälle trocknet das Wasser ja dann zu einer Stelle aus. Und alle, die nicht so richtig aufgepasst haben, die fallen dann trocken und liegen im Matsch. Und wenn man das dann mal beobachtet, dann liegen die da und japsen und hüpfen. Und die hüpfen eigentlich fast alle in die richtige Richtung, immer Richtung Restpfütze, um dann wieder in das Wasser zu kommen. Und dann liegen die im Verhältnis sehr, sehr lange. Also solange der Matsch noch feucht ist, solange leben die Fische. Kommt aber jetzt bitte nicht auf die Idee und sagt, oh geil, dann brauche ich die ja gar nicht in eine Tüte Wasser transportieren, dann kann ich die auch in eine feuchte Zeitung einwickeln. Nee, in der feuchte Zeitung hat man ganz früher den Karpfen, den man geschlachtet gekauft hat, eingewickelt und mit nach Hause genommen. Mit lebender Fische machen wir es aber nicht. Die quälen sich da natürlich. Das ist nicht toll, aber die kämpfen ums Überleben und hüpfen dann weiter in die Pfütze. Und wenn man mit ein bisschen Abstand das so beobachtet, man sieht also überall auf dem Feld hüpfen die Fische und springen. Wir haben dann mal versucht, die einzusammeln. Die kriegt man gar nicht alle eingesammelt. Das sind so Unmengen Fische. Und dann kommen die Vögel und die haben natürlich dann Weihnachten und Ostern an einem Tag und die hauen sich die ganzen noch lebenden Fische am liebsten zuerst rein. Wenn nachher alle lebenden weg sind, fressen die natürlich auch die getrockneten, so ist halt Natur. Die einen freuen sich über die Sonne, die Vögel in dem Fall, und die anderen sterben in der Sonne. Das sind also dann ganz viele von diesen Rotschwanz-Rasburers. Das ist natürlich die traurige Geschichte. Aber wir haben ja gar keine traurige Geschichte, sondern wir haben einen attraktiven kleinen Schwarmfisch für unser Aquarium, der aber gar nicht so schreckhaft ist. Wir haben hier jetzt extra mal ein Aquarium ganz voll mit Wasserpflanzen. Das heißt, viele sagen, ich mache das nicht so voll, dann sehe ich ja meine Fische nicht. Nee, der Rückzug, den schauen die. Also den ersten Tag, als wir die reingesetzt haben, waren die alle weg. Haben wir gesagt, die kriegen wir nie mehr raus und die sehen wir nie mehr fürs Aquarium. Stimmt aber gar nicht. Wenn die 2, 3 Tage drin sind, dann trauen die sich raus und dann warten die auch darauf, dass die also was zu fressen kriegen. Und wenn die dann gefüttert werden, kommen die natürlich sofort raus und sind also sofort auch dabei. Hier, Futter kommt, die sind alle da. Und wenn die jetzt das Futter jeden Augenblick auch noch sehen, dann geht natürlich sofort die Schlacht am Buffet los. Und die sind alle vorne und da könnt ihr sicher sein, da bleibt keiner hinten in der Sträucher. Das machen die nur 1, 2 Tage in der Sträucher. Danach sind die immer da. Wenn man so Fütterungszeiten hat, wenn man sich das einfach angewöhnt und füttert immer
zur gleichen Stunde, zur gleichen Minute am besten. Dann stehen die Fische schon vorne und warten dann da drauf. Wenn man immer unterschiedlich am Tag füttert, kriegen nicht alle Fische das immer so mit. Aber wenn man regelmäßig die Fütterzeiten einhält oder über einen Futterautomat, was mit Lebendfutter aber schwer ist, füttert, dann stehen die immer da und wissen genau, jetzt geht das los, als wenn die eine innere Uhr haben und kontrollieren das. Ein schöner, spannender Fisch, kleiner Schwarmfisch, wird nur wenige Zentimeter groß, immer aktiv, immer vorne, eigentlich überhaupt nicht scheu, wenn er einmal eingewöhnt ist. Also ich muss sagen, wirklich ein Fisch, der in jedes Gemeinschaftsaquarium passt. Wir haben ja oft so ganz kleine Salmer oder Bärblinge. Dieser Rasbura ist ein bisschen größer, der wird so gut 5 cm groß, also noch circa 1 cm mehr, wie wir ihn hier sehen. Wenn er größer ist und dann paarungsbereit, wird der rote Schwanz, was also jetzt nur andeutungsweise zu sehen ist, richtig schön leuchtend rot. Ist also dann wirklich eine Augenweide, so einen Fisch im Aquarium zu sehen, in einer Gruppe von anderen friedlichen Fischen. Der hat dann natürlich auch eine Größe, der könnte auch in einem Aquarium gehalten werden, wo schon mal ein paar größere Fische drin sind, die so 10 oder 12 cm sind. Einfach als Begleitfische, als Schwarmfische rund um den markanten Fisch oder Fischpaar, was ich im Aquarium pflege. Dafür ist er sehr attraktiv und da macht ja immer Sinn, ein paar kleinere Fische beizuhalten, weil die kleineren fressen dann die Futterreste von den anderen weg. Dann also erst die großen füttern und dann sieht man ja, wie die großen Fische stauben, wie viel Dreck die machen beim Fressen, wie viel davon überbleibt, ob unsere kleinen Gesellen, die nach jeder Flocke, nach jedem Krümel jagen, wie wir ja gerade die kleinen Salinenkrebse gesehen haben, die fressen alles Staub rundherum weg. Es wird natürlich erzählt, das sind also Lebendfresser, gehen nur an Lebendfutter ran. Nee, eingewöhnt fressen die natürlich unser Trockenfutter. Aber wenn man Fisch wirklich in schönen Farben haben will, dass er wirklich prächtig ist, dann ist Lebendfutter immer dabei. Ich höre von ganz vielen Leuten, tja, bei mir in der Ecke, wo ich wohne, da gibt es kein Lebendfutter, da habe ich ein echtes Problem. Wie komme ich da dran? Ja, wenn ihr sowas gar nicht kriegt, wenn ihr nur eine Wohnung habt, keine Terrasse, keinen Balkon, keinen Garten, nirgends ein Regenfass aufstellen können. Ja, so ein Regenfass, was einfach voll Regen ist. Wenn ihr da mal nach ein paar Wochen dran geht und geht mit einem ganz feinen Kescher da durch, findet ihr ganz viele Kleinstlebewesen. Das ist also die super Beute für unsere Fische. Das könnt ihr selber machen. Aber wenn das alles gar nicht geht, dann geht ihr einfach hin und nehmt Salinenkrebseier. Die Krypten kriegt ihr fertig im Glas oder im Beutel zu kaufen. Züchtet euch die, brütet die aus, also einfach nur in eine Flasche mit Salzwasser, unten rein einen blubbernden Luftschlauch und nach 2 Tagen bei Zimmertemperatur und ins Licht stellen, dann schlüpfen die und da hat man eigentlich genügend Reserven als Lebendfutter, vielleicht für 1-2 Tage. Und man braucht ja nur eine so eine Flasche, die immer blubbert. 1-2 Tage Lebendfutter füttern, 1-2 Tage Trockenfutter füttern, alle sind zufrieden. Haltung check. Rotschwanz-Rasbora. Dieser kleine, 5 cm große Fisch, ja klein, wir hatten ja schon viel kleinere Fische, die nur 2 cm wurden, passen wirklich in ein schönes Gemeinschaftsaquarium rein, sind schön friedlich und durch die 5 cm Größe können die auch mit ein bisschen größeren Fischen vergesellschaftet werden. Aber trotzdem sind die so klein, das ist so die Untergrenze für einen kleinen Schwarm. Ich sag mal so 7 Stück, die könnte man auch im 54-Liter-Aquarium halten. Aber wie ich ja immer sage, größer ist schöner, ist besser. Hier haben die ein etwas über 200-Liter-Aquarium, das ist eine Sonderanfertigung. Ein 200-Liter-Aquarium, da kann man natürlich schon einen schönen Schwarm reintun. Da kommt der Fisch richtig zur Geltung, aber nicht jeder hat den Platz. Für ein kleines Aquarium, eine kleine Gruppe, ist natürlich auch schön. Diese kleinen Fische werden locker 5 Jahre alt. Ich denke mal, da schreibt ihr mir wieder in die Kommentare, wie alt die bei euch geworden sind. Ich staune ja immer, da gibt es Rekorde, Fische, wo erzählt wird, die werden nur 3-4 Jahre alt. Und da schreibt mir dann ein Kunde, seiner ist 12 oder 15 Jahre geworden. Alle Achtung für den Erfolg. Ist natürlich nicht das Durchschnittsalter, aber in jeder Gesellschaft, in jeder Lebensform gibt es auch so einen Jopi Hesters, der also auch als Mensch 118 Jahre alt wird. Oder so ähnlich. Geschlechtsreife 6 Monate, dann kann man bei den Weibchen den Bauchansatz sehen. Hier kann man auch schon einige mit ein bisschen dickeren Bauch sehen und einige ganz schlanke Tiere. Also leicht zu unterscheiden, wenn ihr mal züchten wollt. So
eine Gruppe zusammensetzen, 10 Stück, 11 Stück zusammensetzen, unten entweder Filterflies rein oder ganz feinfiedrige Pflanzen und dann funktioniert das. Laichverhalten ist ein Freilaicher, das heißt, die gehen meist gar nicht bis auf den Boden, sondern die schwimmen oberhalb des Bodens, stoßen aneinander mit dem Hinterkörper, die Eier fallen rein. Ich habe es schon x-mal versucht. Entweder kann ich nicht richtig gucken oder die Eier sind wirklich so klein. Ich habe noch nie ein Ei gesehen. Ich habe immer nach ein paar Tagen die jungen Fische gesehen, aber wie die ein Ei gelegt haben, schaffe ich nicht. Vielleicht muss man da mal eine Lupe vor das Aquarium hängen und dann gucken, dass man das sieht, aber ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr sowas schon gesehen habt. Brutpflege machen die als Freilaicher natürlich wie immer keine, ganz klar. Futter ist in der Natur nur Lebendfutter, alles was ins Wasser reinfällt und sich irgendwie bewegt oder im Wasser schon als Insekt lebt, wird natürlich gefressen. Nehmen auch keine Rücksicht auf kleine Fische, alles was man schlucken kann, haut man sich rein, ist ja nun mal lecker. Trotzdem gehen die nach relativ kurzer Zeit an Trockenfutter, aber werdet bitte nicht bequem und sagt, ah, jetzt haben sie Trockenfutter, jetzt brauchst du ja gar nicht mehr anders füttern. Nee, so ein bisschen Lebendfutter als Abwechslung ist auf alle Fälle gut. Die Tiere kommen aus Thailand, aus dem Großraum, die sind dort weit verbreitet. Die stehen also auch nicht unter Schutz oder sind irgendwo bedroht. Die vermehren sich in der Natur in Unmengen. Wie ich gerade ja schon erzählt habe, in den Reisfeldern, da sterben die jedes Jahr, wenn es trocken wird, zu Millionen. Temperaturansprüche eigentlich 22 bis 26 Grad, aber ich habe also wirklich schon erlebt, in den austrockenen Reisfeldern hat das Wasser also ein ganz Stück über 30 Grad. Aber versucht das nicht aus, wir wollen unsere Fische ja nicht quälen, sondern denen soll das ja gut bei uns gehen. pH-Wert so 6 bis 7,5, genauso die Härte unter 15. Eigentlich für, ich denke mal, 80% in Deutschland ganz normales Leitungswasser. Also ein friedlicher Schwarmfisch, der gut zu halten ist, ausdauernd, robust, ist einfach zu empfehlen. Ich finde, ist ein sehr schöner Fisch, passt in fast jedes Aquarium. Von vielen Aquarianern höre ich immer, ja, die sind so schwer zu züchten, das kriege ich nicht hin. Aber wenn ihr euch überlegt, im Reisfeld vermehren die sich ohne Ende. Millionen schwimmen da wirklich rum. Das heißt, wir brauchen nur ein bisschen weiches Wasser, die richtige Temperatur und natürlich irgendetwas auf dem Bodengrund, dass die nicht sofort die Eier wieder auffressen oder danach die Jungen. Und dann legen die schon. Wenn ich da eine Gruppe habe, 10 Tiere, 12 Tiere und lasse die da drin schwimmen, dann laichen die nächsten Tage ab. Wenn ich sie schon länger habe, ich sehe beim Weibchen den Laichansatz, das ist natürlich wichtig, den dicken Bauch kann man gar nicht übersehen, und lasse die dann da drin schwimmen und dann nach 2-3 Tagen fangt ihr alle Elterntiere raus und dann braucht ihr nur noch warten und beobachten und dann schwimmen nach wenigen Tagen, schwimmt an der Oberfläche ganz viel kleine. Das ist kein Zauberding, das kann jeder zu Hause, das sollte man mal ausprobiert haben. Allerdings, die sind ja nun mal Lebendfresser, die fressen dann am liebsten natürlich auch Lebendiges, also müsst ihr mal gucken, wie ihr an Plankton rankommt, wer sowas gibt. Es gibt auch Flüssigplankton zu kaufen, was man ins Aquarium schütten kann. Die ganzen Trockenfutterarten oder künstlichen Futterarten sind natürlich nicht so hochwertig wie das Lebendfutter, aber es geht auch. Ihr wollt ja jetzt nicht Züchter werden und da Hunderte und Tausende von züchten, sondern ihr müsst das einfach mal versuchen, ihr müsst einfach mal erleben, wie schön, wie spannend das ist, ein paar kleine Fische groß zu ziehen, die dann irgendwann mal die Größe haben, dass ich sie in meiner Gruppe beisetzen kann und dann zu sagen, hier hör mal, guck mal hier, das sind meine, die habe ich selber gezüchtet. Das ist auf alle Fälle ein Erlebnis. Ich denke, das Erlebnis, was die Fische hatten im Reisfeld, wo die austrocknen, das wollen wir denen auf gar keinen Fall bieten, sondern wir bieten hier immer eine gute Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns nächste Tage wieder. War doch ein toller Film, oder?